Liebe Bürgerinnen und Bürger, die gestrige Ratssitzung stand natürlich unter dem großen Thema die Entscheidung über Flächen und Standorte für Flüchtlingsunterkünfte im gesamten Essener Stadtgebiet. Nach einer intensiven Beratung ist der Rat dem Antrag gefolgt, der von den Fraktionen von SPD und CDU eingebracht wurde. Der Antrag hat sich im Wesentlichen auch an den Vorschlägen der Verwaltung orientiert. Das Ergebnis sind jetzt 16 beschlossene Flächen in Harzdorf, in Leite, in Beddingrade, in Altenessen, in Schür, in Katernberg, in Altendorf, Überrohr, Haidhausen und Borbeck. An diesen Standorten können wir jetzt im nächsten Schritt mit der Bebauung oder der geplanten Überprüfung für neue Unterkünfte beginnen. Und so können wir den Menschen, die in Not und mit der Hoffnung auf Sicherheit zu uns kommen, eine Unterkunft bieten. Mit der Entscheidung des Rates kann die Stadt Essen außerdem insgesamt 5 Immobilien beziehen, die weitere Unterbringungsmöglichkeiten bieten werden. Damit werden knapp 4.500 neue zusätzliche Plätze zur Unterbringung von Flüchtlingen beschlossen. Darüber hinaus werden auch bestehende Zeltdörfer durch feste, einfache Unterkünfte für 1.500 Menschen ersetzt. Ich bedanke mich an dieser Stelle für die konstruktive Debatte mit der festen Überzeugung, dass wir mit diesen Entscheidungen den sozialen Frieden in unseren Stadtteilen sichern werden. Der Sozialdezernent Peter Renzel hat mich und darüber hinaus auch dem ganzen Stadtrat nochmal sehr eindrücklich gestern deutlich gemacht, dass unsere Stadt weiterhin vor großen Herausforderungen bei der Unterbringung von Flüchtlingen stehen wird. Denn wir wissen nicht, wie viele Menschen noch zu uns kommen werden. Wir müssen deshalb für diejenigen, die eine gute Aussicht haben, hier bleiben zu können, so schnell wie möglich eine Perspektive in Wohnungen bieten. Und deshalb werden wir als Stadtverwaltung in Kooperation mit der Allbau AG in den nächsten 2 Jahren 2.000 Wohnungen zur Verfügung stellen, in denen wir 4.000 Menschen unterbringen können. Das ist ein erster wichtiger, guter Schritt auf dem Weg zur Integration, auf dem Weg aus Flüchtlingen neue Bürgerinnen und Bürger zu machen. Der Flüchtlingsstrom stellt uns als Stadt insgesamt auch für große finanzielle Herausforderungen. Und deshalb wurde im Rat gestern auch der erste Nachtragshaushalt mehrheitlich beschlossen. Geplant war es in diesem Jahr eigentlich ein Defizit von 3,4 Millionen Euro vorzusehen. Das Defizit wird jetzt auf 37,3 Millionen ansteigen. In diesem ersten Schritt können wir 250 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Stadtverwaltung einstellen. Der Stärkungspakt, dem die Stadt Essen freiwillig beigetreten ist, ist davon nicht betroffen. Beide Entscheidungen des Rates waren wichtig, sind eine wichtige Grundlage, damit die Stadt Essen wieder handlungsfähig wird, damit wir auch ein Stück aus dem Krisenmodus herauskommen und hinein wieder in geordnete politische Verhältnisse. Und ich will Ihnen gleichwohl nicht vorenthalten, dass uns das Thema Flüchtlinge noch lange beschäftigen wird. Ich möchte mich daher an dieser Stelle ausdrücklich bei den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern bedanken, die eine großartige Arbeit in unterschiedlichsten Einrichtungen leisten. Aus vielen Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung weiß ich darum. Ich bedanke mich aber auch bei den Bürgerinitiativen. Sie haben ja während der vielen Kundgebungen, der Gespräche, auch in den Begegnungen in der Bezirksvertretung immer wieder versichert, dass sie trotz aller unterschiedlichen Auffassungen zu Standorten sich natürlich auch um die Menschen kümmern werden, die zu uns kommen. Und weil diese Menschen mit der aktuellen Situation nichts zu tun haben, werden wir auch hier weiterhin ein großes Herz beweisen.